4. Dezember. Störtebeker Winterbock. Herzlich willkommen zum Knölsch Bierkanal. Heute gibt es was von Störtebeker und zwar den Winterbock. Ja, Störtebeker kommen aus Stralsund und ja, sind recht bekannt in Deutschland verfügbar. Und das ist deren Winterbock. Von Störtebeker hatte ich schon so einige Biere. Ich bin gar nicht sicher, ob ich schon auf dem Kanal welche hatte. Weiß ich gerade gar nicht. Müsste ich nochmal nachgucken. Gut, das ist das der Winterbock. Herzhaft wärmend mit 6,8 Volumenprozent Alkohol. Und einer Stammwürze von 16,5 Grad Plato. Ja, 16 Grad Plato haben wir gelernt. Muss ein Bier haben. Das ist der 4. Dezember vom Adventskalender, den ich von der Community geschenkt bekommen habe, die sich unter diesem Kanal gebildet hat. Ich hatte es jetzt immer wieder erwähnen. Vielen lieben Dank, Community. Das war ein schönes Geschenk. Hat mich sehr gefreut. Winterbock, naturbelastende saisonale Bierspezialität. Stammwürze habe ich schon gesagt. Sommergerstenmalz, belgische Spezialmalz, kalte Gärung, zusätzliche Hopfengaben und so weiter. Ja, ich bin gespannt, wie das schmeckt. Weltweit prämierte Braukunst von Störtebeker. Störtebeker haben, glaube ich, auch einen Hobbybrauerwettbewerb, der jedes Jahr stattfindet. Den müsste ich mir auch mal angucken. Vielleicht mache ich mal damit als Alternative zu Meisel & Friends. Mal gucken. Störtebeker. Ne. Große Flasche. Sein Licht vorbei da oben. Ja, es ist fast komplett klar. Eine ganz, ganz leichte Trübung ist zu sehen. Es hat einen dunkelgoldenen Ton. Und ja, relativ wenig Schaum. Aber es kann auch sein, dass ich gerade schlecht eingeschüttet habe. Und Haare drauf vom Hund. Ganz allerersten Mal schnuppern habe ich so ein bisschen eine alkoholische Nase, aber ganz schnell wieder weg. Das war nur so ein kurzes Gefühl, dass es stärker ist, als normale Biere sind. Jetzt hat es einen Honig. Eine schöne Süße, die daherkommt. Eine feine Hopfennase. Mir ist sowas wie eine Mandarine vielleicht. Ja, so Mandarinen oder Orangen, was zur Herbst-Winterzeit natürlich passt. Schöne Süße. Ja, jetzt riecht es auch gar nicht mehr stark, das war der erste Schnuppern, erste Nase reinhalten. Ja, schöne, also Honig, bisschen Malz, ein bisschen eine Hopfensüße. Gefällt mir. Auf euch. Die Community. Prost. Geschmack ordentlich Honig. Auch hier so ein bisschen die Mandarine. Ja, doch. Ordentlich Mandarine, finde ich. Schön süß. Vielleicht ein bisschen schwer, aber trotzdem gut trinkbar. Aber also jetzt nicht irgendwie, dass man sagen könnte, oh, da muss ich jetzt ganz furchtbar nippen. Kann trotzdem gut trinken. Was bei 6,8% natürlich auch schon mal schneller in den Kopf gehen kann. Ich habe letztes Jahr so einige Winter- und Weihnachtsbiere verköstigt und hatte da immer das Problem, was soll jetzt daran Winter und Weihnacht sein? Außer dass sie jetzt rauskommen. Bei dem habe ich wirklich so ein bisschen so eine Weihnachtlichkeit oder Winterlichkeit, weil es wirklich wärmend ist von der vom Riechen, vom Trinken, einen warmen Eindruck macht, weil es diese Mandarinen hat, die man im Herbst, Winter eher isst. Es hat irgendwie auch noch so Noten, die einen irgendwie an Winterzeit erinnern. Sehr schön. Leckeres Bierchen.
Ja, es sind, wie man sieht, ein bisschen besondere Biere drin im Adventskalender von der Biothek. Bellhaven, okay, das kennt man schon. Aber also ich hatte es noch nicht. Von Weyerer und in Kooperation mit Fatheads, das ist schon was Ungewöhnlicheres. Und das aus Vilnius, Litauen, das ist schon ein bisschen was ganz Besonderes. Und dann kommt ein Störtebäcker leer, was ich im Laden schon gesehen habe, tatsächlich. Aber das ist eine gute Mischung, gefällt mir. Das muss ja nicht mal das ganz, ganz Ausgefallene sein. Ja, bisher enttäuscht mich der Adventskalender gar nicht. Das ist mein erster Bier-Adventskalender und ich bin sehr gespannt, was da sonst noch so kommt. Ja, nochmal vielen lieben Dank an meine Community unten. Und wer dazu kommen möchte, sehr gerne. Link steht unten in der Beschreibung. Es ist sehr nett und ja, immer freundlich da. Gefällt mir. Ja, lasst mir gerne einen Kommentar da, ein Abo, einen Daumen nach oben. Bis morgen. Prost.